Die Dampflok ruckelt und zuckelt auf dem Märklin-Gleis entlang. Vier grüne Personenwagen zieht sie hinter sich her. Vor einem Güterschuppen stoppt Udo Gärtner das Gespann. Der 76-Jährige bedient das Schaltnetzteil der Anlage, die einmal die Gummibahn darstellen soll. Dabei handelt es sich um die rund 30 Kilometer lange Bahnverbindung von Brake nach Oldenburg. Die Strecke war 1896 eingeweiht worden. Sie wurde Ende der 1990er Jahre geschlossen. Im Braker Bahnhofsgebäude lebt die Geschichte nun wieder auf. Anne Saueressig und Udo Gärtner bauen eine Modellanlage auf. Das ehrgeizige Ziel haben sie sich zum Erhalt des Braker Bahnhofs gesteckt. Sie suchen noch weitere Mitstreiter. Am Sonnabend, den 23. April, ist das Bahnhofsgebäude wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. An diesem Tag wird dann erstmals das Modell der Gummibahn gezeigt.